Die Gelehrten haben gesagt, es gibt Giftstoffe, die das Herz zerstören. Und zwar ist das zu viel Gerede, zu viele Blicke, zu viel Schlaf, zu viel Nahrung, zu viel Umgang mit Menschen. Das sind 5 Gifte. Ja, aber soll das heißen, ich soll auf dem Berg und mit niemandem leben und das war's? Nein, nein. Nein, nein. Auch wenn es Salaf al-Salih, einige Gelehrte sagten, wäre es erlaubt, ich würde mit keinem Menschen mehr was zu tun haben. Aber darfst du nicht. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, die besten Menschen sind diejenigen, die unter die Menschen gehen, also der hat Kontakt zum Menschen, aber geduldig ist, wenn sie ungerecht sind. Ein Muslim darf sich nicht zurückziehen, ich will mit der ganzen Welt nichts mehr zu tun haben. Nein, nein. Du bist in der Gesellschaft, du sollst aktiv sein, du sollst produktiv sein, aber es geht hier um das Übertreiben. Das Übertreiben bei diesen 5 Sachen. Was haben wir gesagt, ist das Erste? Geräte. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Also da muss man kein Muslim sein, dass man weiß, unnötiges Gerede zerstört das Herz. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, euer einer spricht ein Wort aus, ohne Acht zu geben, und er fällt deswegen 70 Jahre tief in Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Und dazu gehört natürlich zum Gerede, nicht nur das Gerede, das man hört, sondern auch das Gerede, das man liest. Nicht das Gerede nur, dass man artikuliert mit der Zunge, sondern dass man auch tippt. Also, sämtliche Kommentare. Wenn du etwas teilst, dann bist du mitverantwortlich. Wenn du einen Post teilst, da ist Musik drin oder unbedeckte Frauen und so weiter, dann kriegst du die Sayyiat von jedem, der das gesehen hat. Wie viele Abertausende scrollen und du hast jetzt dieses Video oder Allahu A'lam. Nee, ich wollte dir nur erklären, was für eine Diät gut ist. Ja, und jetzt? Und jetzt? Schreibt das doch, liebe Geschwister, wisst ihr was? Macht Low Carb oder Allahu A'lam was? Keto geht so und was weiß ich was. Musst du jetzt deswegen eine unbedeckte Frau teilen? Oder Musik im Hintergrund teilen? Darfst du nicht. Ein Muslim teilt nicht einfach so drauf los. Er ist verantwortungsbewusst, der Muslim in Social Media. Das heißt, achte darauf, was du sprichst. Im ganzen Jahr und insbesondere im Ramadan.